Hallo ihr Lieben, hier ist die Miriam und ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich hatte lange Zeit mich auf YouTube nicht blicken lassen, ist dem aber geschuldet, dass einfach so viel passiert und ich fühle jetzt mehr denn je zuvor, dass ich jetzt aktiv auf YouTube sein soll und darf, dass ich meine Impressionen, meine Eindrücke mit euch teilen darf. Und es wird eine Reihe von kleinen Selbstgesprächen stattfinden, die ich mit euch teile. Und letztlich ist es kein Selbstgespräch, sondern es ist ein Gespräch mit jedem Einzelnen, der dieses Video gerade schaut. Und in diesen Selbstgesprächen, Gesprächen mit euch, werde ich Themen benennen, die mich selber auch gerade sehr stark betreffen, wo ich über das Kollektiv und der geistigen Welt spüre, was gerade ja uns sehr stark beschäftigt und in die Lösung gehen möchte. Und dann gibt es auch Themen, die ich einfach benennen werde, denn auch in der spirituellen Szene ist es wichtig, dass man diese Dinge benennt. Es ist so wichtig, dass man damit auch nach außen geht. Also es wird spannend, lasst euch überraschen. Ich habe kein Skript, es ist alles hier aus dem Herzen geboren, was ich spreche und sage. Und durch die Verbindung mit der geistigen Welt, die sehr, sehr aktiv und sehr liebevoll ist, ja, berühre ich vielleicht auch dein Herz und darauf freue ich mich. Also bleib dran. Ja, meine Lieben, in dieser wundervollen neuen YouTube-Serie, die ich jetzt kreiere, möchte ich dir ganz viele Impressionen mitgeben. Einige Samen, bei dir vielleicht auch sehen dürfen oder einpflanzen, die den Ruf schon innerlich selbst verspüren. Und in diesem heutigen YouTube-Video geht es darum, meine Frage an dich. Betest du? Wie betest du? Denkst du, dass ein Gebet mit einer Religion vereint sein muss? Die Kraft des Gebetes möchte ich hier mit dir jetzt noch einmal durchgehen. Denn mein Anlasser ist es, etwas zu hinterlassen. Eine Liebe, die aus mir geboren ist, erweiternd zu hinterlassen. Und die Verbindung zur geistigen Welt ist mir sehr, sehr wichtig, da der Kanal sehr klar ist und sehr fein. Und all das, was ich als Geschenk erhalte, möchte ich hier einfach mit euch teilen. Und das Gebet ist so kraftvoll. Nicht umsonst ist es ja tausende Jahre alt. Nicht umsonst sitzt in jedem Menschen der Ruf danach in den schwierigsten Zeiten, sich mit Gott zu verbinden, mit der Quelle, mit etwas Übergeordnetem. Vielleicht sind es auch die Engel in deinem Fall, Jesus Christus oder Buddha, je nachdem, was du fühlst. Und in dem Gebet geht es vielmehr darum, dass du dich vorher zentrieren darfst. Denn viele bitten im Gebet. Aber du brauchst nicht bitten im Sinne von betteln, bitte, bitte, lass dies oder jenes geschehen. Wenn du das machst, gibst du etwas ab. Du bist ein inkarnierter Mensch. In dir steckt die Wesenheit des Lichtes. Und in dem Moment, wo du betest und etwas erbittest, ja, fast schon bettelst, gehst du aus deiner Schöpferkraft raus? Du gibst dich dem hin, dass du keine Kontrolle, kein Gefühl für eine Ermächtigung hast. Und die geschieht nach deinem Glauben. Wenn du so stark glaubst, dass dies oder jenes nicht sein kann und nicht passieren kann, du in das Gebet gehst und bettelst, dann ist es so, dass es nicht eintreffen wird. Denn du selbst glaubst nicht daran. Es gibt einige Schritte,
die du beim Beten beachten darfst. Und wir sind hier bei dem ersten. Bettel nicht. Spüre dein Gebet und festige dein Gebet, indem du vorher daran glaubst. Aber was ist der Glaube? Der Glaube ist die tiefe Überzeugung. Und wenn du jetzt noch einen Funken dafür brauchst, dass dein Geglaubtes sich nach außen hin manifestiert über den Glauben, dann weißt du, wie Beten funktioniert. Ein Gebet hat keine Regeln. Es geht nur darum, die klare Verbindung zwischen dir und dem Schöpfer zu spüren. Dafür brauchst du auch kein Raum im Außen. Der Raum, der ist hier in dir. Und in dem Moment, wo du still bist, ins Gebet gehst und dich austauschst mit der Schöpfung, dich in den Austausch begibst, aber auch in dem Wissen, dass du ein Teil dieser Schöpfung bist. Du bist aus dieser Schöpfung kreiert worden und kreierst hier Neues. Und deine Kreation ist jetzt soweit, aus dem Manifest selber etwas zu manifestieren. Und das Gespräch mit Gott findet in deinem Gebet statt, indem du dich dafür bedankst, indem du dich für deine Kraft bedankst, indem du dir deiner selbst bewusst bist, dass du Schöpfer bist. Und wenn du abends oder morgens, ist übrigens die Gebetszeit am intensivsten, wenn du da spürst, welch eine Ruhe in dir einkehrt und du über deinen Wunsch ein Gebet aussprichst, aber im Gefühl, dass du Schöpferin bist und dass du es jetzt kreierst, mit der Vereinigung zur Quelle, zu Gott, dann hast du gebetet. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt inspirieren. Es ist ein kurzes Video, aber es liegt mir so am Herzen und vielleicht werde ich auch noch einmal darüber sprechen. Ich wünsche dir viel Spaß und wer interessiert ist, wer mehr Videos haben möchte, schreib mir bitte in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommentar. Und es ist jetzt eine Welt, die sich jetzt auch immer präsenter zeigen wird. Es ist eine Welt, die immer präsenter zum Vorschein kommt. Einiges liegt noch verdeckt da. Aber es findet jetzt statt. Immer mehr und immer mehr. Auch bei uns selbst. Die Spiritualität kommt jetzt durch. Viele von euch haben vielleicht schon spirituelle Erfahrungen. Einige aber auch nicht. Aber es beginnt jetzt, dass das Gefühl, die Sehnsucht sich danach nach außen hin äußert, was von innen geboren ist, mehr wissen zu wollen. Mehr sich damit zu beschäftigen. Und das Gebet, das kannst du als allererstes damit ja nutzen, um in die Verbindung zu dir und der Schöpfung zu kommen. Also ich freue mich von euch zu hören. Ganz liebe Grüße, eure Miriam und alles Liebe. Bis dann.